Ich hätte immer eine 5 in Musik. Ihr seht es bereits im Titel eingeblendet, Freunde. Wir schauen uns heute Kinderzeichnungen in Real Life an. Und zwar gibt es da einen mega nice Instagram-Account namens Things I Have Drawn. Und darauf habe ich auch schon vor einigen Jahren auf meinem Hauptkanal reagiert. Ist die Taube gerade gegen den Schornstein geflogen? Luca! Ich weiß nicht, was du dir da bei deiner Friese damals gedacht hast. Auf jeden Fall geht's auf dem Instagram-Account darum, dass ein Mann die gezeichneten Bilder seiner Kinder in Photoshop bearbeitet. Ich meine, guckt euch beispielsweise das hier an. Das ist eine Ente, die einer seiner Söhne gezeichnet hat und so. Vor allem dieses Gesicht. Geiler finde ich aber noch diese Kuh hier. Also das ist die gezeichnete Kuh. Und das. Machen wir allerdings direkt weiter mit einem Pelikan. Ich glaube, das soll ein Pelikan darstellen. Und der sieht in echt dann so aus. Ich kann davon nicht genug kriegen. Hier haben wir ein wunderschön gezeichnetes Pferd. Und das sieht so aus. Was ist das? Machen wir allerdings direkt weiter mit einem Leoparden oder einem Gepard oder einem Tiger. Ich weiß nicht genau, was es darstellen soll. Oder vielleicht ist es einfach eine wilde Katze. Die Katze sieht dann auf jeden Fall so aus. Ey, die Friese sieht so richtig komisch aus. Kommen wir jetzt zu dem mit kreativsten. Guck mal, das ist ein Pinguin. Und so. Das sieht aus wie eine Kettensäge. Der macht das nicht nur mit Tieren, sondern auch mit Menschen. Ich fand das damals schon extrem witzig. Allerdings machen wir direkt weiter mit diesem Bild. Das ist einfach nur eine Grimasse und er hat das so nachgestellt, vor allem mit so 4 Reihen an Zähnen einfach. Und das hier ist ein Mädchen, die während eines Videocalls ihre Mutter gezeichnet hat und er hat die Mutter so bearbeitet. Die erinnert mich an irgendeine Person aus einer Serie oder aus einem Film, aber ich weiß gerade nicht woher. Machen wir allerdings weiter mit diesem Skorpion, was sein Kind gezeichnet hat und er hat es so... So gemalt. Vor allem sieht der Skorpion so richtig süß und lieb aus. Bei dem nächsten Bild hat sein Sohn einen Vogel gebastelt. Also nicht gezeichnet. Der sah dann so aus. Und in echt wird dieser Vogel so aus. Und das hier. Da weiß ich gar nicht, was das überhaupt sein soll. Es sähe dann in echt allerdings so aus. Sieht einfach aus wie so eine Zuckerwatte auf 2 Beinen. Kommen wir jetzt allerdings auch schon zum vorletzten Bild, was ich heute rausgesucht habe. Und zwar ist es das hier. Das ist, glaube ich, so ein typischer Piranha, den man als Kind gezeichnet hat. Der wird in echt dann so aussehen. So einfach den Mund nur auf einer Seite. Und das hier ist, glaube ich, irgendwie ein Affe oder so. Zumindest kann man das ja den langen Arm nach beurteilen und so. Vor allem einfach dieser Arm, der ist einfach gar nicht am Körper befestigt. An der Stelle möchte ich das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. Den Instagram-Account Things I Have Drawn habe ich euch unten in der Beschreibung auch nochmal verlinkt. Könnt ihr gerne folgen, ihr könnt auch mir gerne auf Instagram folgen. Ich heiße da Laser.